Die Lausitzwelle Regionalzeit vom Dienstag. Neues und Interessantes aus dem Bergland und den Gefilden der Oberlausitz. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Dienstagsausgabe der Lausitzwelle Regionalzeit. Schön, dass Sie wieder dabei sind und wie üblich am zweiten Tag der Woche schauen wir heute in das Oberlausitzer Bergland und Umgebung. Die Arbeiten am Hochwasserrückhaltebecken Göder wurden abgeschlossen. Die neue Hochwasserentlastungsanlage ist einsatzbereit und verhindert das unkontrollierte Überströmen des Staudamms, schützt das Becken vor Schäden und entspricht nun den technischen Regeln für Stauanlagen. Mehr dazu haben wir jetzt für Sie. Die Arbeiten am Hochwasserrückhaltebecken Göder im Landkreis Bautzen wurden abgeschlossen. Damit ist die neue Hochwasserentlastungsanlage nun einsatzbereit. Diese verhindert das unkontrollierte Überströmen des Staudamms und schützt das Becken vor Schäden. Mit einer Investition von rund 3 Millionen Euro durch den Freistaat Sachsen und den Bund entspricht das Becken nun den technischen Regeln für Stauanlagen. Ursprünglich aus den 60er Jahren stammt, wurde es 1987 umgebaut, um einen Teildauerstau für die Landwirtschaft zu ermöglichen. Heute dient es dem Hochwasserschutz und als Angelgewässer. Magenta, Türkis, Grün. Dank eines außergewöhnlich starken Sonnensturms waren in den Nächten von Freitag auf Samstag und von Samstag auf Sonntag auch hier und da in der Lausitz vereinzelt Polarlichter zu sehen. Normalerweise gibt es sie nur in den nördlichen Regionen der Erde. Aufmerksame Lausitzwelle-Zuschauer und Instagram-Follower haben uns ihre schönsten Motive zugeschickt. Wer dem Spektakel aufgrund der Zeit oder der teils dichten Wolkendecke nicht beiwohnen konnte, haben wir hier die schönsten Bilder mal zusammengetragen. Der überlagernde Sonnensturm war laut Angaben einer US-Behörde so stark wie seit 2003 nicht mehr. Der Bautzner Frühling feiert sein 1020. Jubiläum vom 24. bis 26. Mai. Ein abwechslungsreiches Programm in der Innenstadt wird erwartet. Ebenso wird der traditionelle Tag der Vereine zurückkehren, präsentiert von über 30 Vereinen mit Mitmachangeboten und einer großen Show auf der Hauptmarktbühne. Für kulinarische Genüsse und ein vielfältiges Markttreiben ist gesorgt, während ein buntes Kinderprogramm die jüngsten Gäste begeistert. Besucher werden gebeten, die Parkmöglichkeiten auf Touristenparkplätzen und in Parkhäusern zu nutzen. Der Bautzner Frühling wird von zahlreichen Partnern unterstützt und bietet weitere Informationen auf bautzner-frühling.de. Im Kubschützer Ortsteil Barschütz steht ein großes Festwochenende bevor. Vom 31. Mai bis zum 2. Juni feiern die Löschgruppe der Freiwilligen Feuerwehr sowie die eng mit ihr verbundenen Barschützer Blasmusikanten jeweils ihr 100-jähriges Bestehen. Neben einem Auftritt der Band Jolly Jumper stehen die Festtage auf der Reitsportanlage im Zeichen der Blasmusik und eines großen Feuerwehrwettkampfes. Außerdem sollen die neu erstellte Chronik sowie eine von der Baumschule Seemann gespendete historische Spritze vorgestellt werden. Laut Löschgruppenführer Robert Mürtschin gibt es derzeit in Barschütz 19 aktive Feuerwehrkameraden. Seit 2012 ist die zuvor selbstständige Freiwillige Feuerwehr als Löschgruppe Teil der Feuerwehr Kubschütz. Die Firma Sachsenenergie lädt am 6. Juni bereits zum 22. Mal zu ihrer Rundum-Familienradtour ein. Laut Organisatorin Stefanie Pohl stehen diesmal die Gemeinde Malschwitz und ihre Umgebung im Mittelpunkt. So erfolgt der Start zwischen 8.30 Uhr und 10 Uhr an der Feuerwehr Malschwitz. Von dort geht es unter anderem zum Haus der 1000 Teiche im Ortsteil Warter und zum Basaltsteinbruch im Ortsteil Baruth. Anmeldungen sind bis zum 26. Mai online möglich. Eine Teilnahmegebühr ist zu entrichten. Der Landkreis Bautzen startet eine neue Imagekampagne, um mehr Pflegeeltern zu gewinnen. Unter dem Titel »Warum nicht mich?« wird der Pflegekinderdienst des Jugendamtes in Kinos, Einkaufsmärkten und sozialen Medien werben, um neue Familien zu gewinnen. Alle Details folgen jetzt. Der Landkreis Bautzen will mit einer neuen Image-Kampagne mehr Pflegeeltern gewinnen. Unter dem Titel »Warum nicht mich?« will der Pflegekinderdienst des Jugendamtes in den kommenden Monaten unter anderem in Kinos, Einkaufsmärkten und in den sozialen Medien mit einer Werbekampagne neue Familien gewinnen. Das Jugendamt sucht pro Jahr für 10 bis 15 Kinder ein Zuhause außerhalb der Familie. Die Betreuung eines Pflegekindes kann dabei dauerhaft, befristet oder im Rahmen eines Bereitschaftsdienstes für Notfälle erfolgen.
Aktuell werden im Landkreis Bautzen 255 Pflegekinder in rund 210 Pflegefamilien betreut. Stones einmal persönlich treffen und erleben, das ist sicher ein Wunsch des einen oder anderen Fan. Wir haben sie zwar nicht getroffen, waren ihnen aber ganz nah. Zu Besuch im Rolling Stone Pavillon in Bautzen trafen wir Sammler und vor allem Fan Olaf Böhme und haben nicht nur viel Interessantes und Wissenswertes über die Band erfahren, sondern auch private Erlebnisse und Geschichten im Zusammenhang mit den Rockmusikern. Liebe Freunde des Rock'n'Rolls, wir sind heute zu Besuch im Rolling Stone Pavillon in Bautzen. Neben mir Herr Böhme. Hallo. Hallo. Wir machen heute einen kleinen Rundgang. Herr Böhme zeigt uns ein bisschen was, erzählt uns ein bisschen was und ich bin total gespannt. Auf geht's, Herr Böhme. Bitteschön. Herr Böhme, auf wie vielen Konzerten waren wir jetzt schon? Also ich durfte bis jetzt 132 Rolling Stones Konzerte erleben. Das war immer, sagen wir mal, ein Highlight für mich, wenn die Stones vor einem ihre Aufführung vollziehen. Immer erste Reihe? Nein, leider nicht. Man versucht natürlich immer so weit wie möglich nach vorn zu kommen. Die meisten Konzerte habe ich schon von ganz vorne erlebt, aber man gibt sich auch mit der Zeit mit einigen Sitzplätzen zufrieden. Und ein besonderes Erlebnis, was Ihnen im Kopf geblieben ist von all diesen Konzerten? Ich kann mich noch sehr gut an mein einziges Clubkonzert erinnern. Das war 2003 in Paris und die Atmosphäre dort in so einem Konzert vor 2000 Leuten, das ist einfach einmalig. Das ist überwiegend alles jetzt Ihr Bestand, Ihre Sammlung? Das ist richtig, das habe ich über die Jahre zusammengesammelt und es sind natürlich auch viele Geschenke von anderen Fans dabei. Vor kurzem stand Olaf Böhme sogar an der Seite von Komiker Olaf Schubert hier im Pavillon zu Dreharbeiten für seinen Kinofilm Olaf Jagger. So, meine Damen und Herren, hier hat er gestanden, der Olaf Jagger. Wie waren die Dreharbeiten mit dem Olaf? Komiker sind ja bekanntlich die ernsthaftesten Menschen der Welt. Und ich habe diese Dreharbeiten als sehr diszipliniert und geradlinig empfunden. Aber es wurde hintereinander weggearbeitet und auch viel improvisiert, das muss man auch sagen. Das sind Profis hier am Werk gewesen und das Drehbuch hat nur die groben Szenen beschrieben, aber alles andere, wie die Szenen auszufüllen waren, das ist hier praktisch aus dem Stegreif entstanden. Zum Ende unseres Rundganges verewigen auch wir uns im Gästebuch des Bautzner Kultpavillon. Liebe Zuschauer, wir sind am Ende unserer Führung angekommen. Herr Böhme, vielen Dank für Ihre Zeit. Es war sehr interessant, sehr informativ. Das müssen wir erstmal alles sacken lassen. Kommen Sie vorbei, das müssen Sie alles live sehen, Herr Böhme. Rund um die Uhr anrufen, E-Mail, wir hätten es gern. Rund um die Uhr eher nicht. Bitte wenden Sie sich an die Touristinformation der Stadt Bautzen. Die macht mit Ihnen bestimmt einen Termin, der in Ihrem Zeitplan passt. In diesem Sinne. Natürlich Lausitz. Er gehört zu den am häufigsten vorkommenden Schmetterlingen in der Lausitz, der Kohlweißling. Von Mai bis Juni legen die Weibchen bis zu 100 Eier an den Blattunterseiten verschiedener Wurzpflanzen ab. Nach rund 14 Tagen schlüpfen die Larven. Bis zur Verpuppung vergehen dann weitere rund 3 bis 4 Wochen. Dieser Zyklus kann sich bis zu 3-mal im Jahr wiederholen. Die Flügelspannweite des Kohlweißlings kann bis zu 60 mm betragen. Die weiblichen Kohlweißlinge erkennt man an den bis zu 3 schwarzen Punkten auf den Vorderflügeln. Den Männchen fehlen diese Punkte. Die fertigen Schmetterlinge selbst sind ungefährlich, allerdings werden die Larven der Tiere vielfach als Schädlinge wahrgenommen.
Mit Vorliebe werden die Eier nämlich auf Kohlgewächsen abgelegt, welche dann wiederum von den Larven regelrecht zerfressen werden. Bis zu 2 Monate alt kann ein Kohlweißling nach dem Schlüpfen werden. In milden Wintern können die noch nicht geschlüpften Schmetterlinge auch als Puppe überwintern. Der Kohlweißling gilt als sehr anpassungsfähig und als nicht gefährdet. Durch den globalisierten Obst- und Gemüsehandel ist der Kohlweißling mittlerweile auf nahezu allen Kontinenten anzutreffen. Und das war's auch schon wieder mit unserer Dienstagsausgabe der Regionalzeit aus dem Oberlausitzer Bergland. Morgen schauen wir in die Westlausitz um 18.30 Uhr. Wenn Sie wollen, dann schauen Sie um 18 Uhr bei meinem Kollegen Matthias Pollmann in der Drehscheibe Lausitz vorbei. Wir freuen uns auf Sie. Bis dahin, eine schöne Zeit und auf Wiedersehen. Immer gut informiert mit Lausitzwelle für Ostsachsen und Südbrandenburg.